Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst anlässlich des Epiphaniasfestes, das ja gestern stattfand. Das Thema dieses Sonntags lautet die Herrlichkeit des Herrn. Und so wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Amen. Siehe, nun kommt der Herr der Herrscher. Die Könige von ferne werden Geschenke bringen. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen. Gott gibt dein Gericht dem König. Und
Ehre sei dem Vater und dem Sohne. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast die Weisen aus dem Morgenland durch deinen Stern nach Bethlehem geführt und ihnen deinen Sohn offenbart. Leite uns durch dein Wort, dass auch wir ihn im Glauben als unseren Herrn erkennen und einst deine Majestät und Herrlichkeit schauen. Das bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört eine Lesung aus der Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten.
Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Halleluja, Halleluja. Thank you.
Thank you.
hört auch das Evangelium dieses Festtags. Es steht geschrieben bei Matthäus im 2. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und forschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobwurm vor unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. An diesem Festtag wollen wir das tun mit den Worten des nizänischen Glaubensbekenntnisses, wie sie es in den Bankreihen und im Gottesdienstablauf finden. Ich glaube an einen einigen, allmächtigen Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Alles, das sichtbar und unsichtbar ist. Und an einen einigen Herrn, Jesus Christus, Gottes einigen Sohn, der vom Vater geboren ist vor der ganzen Welt. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott. Geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen, durch welchen alles geschaffen ist. Welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und leibhaftig worden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch worden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben, und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, des Reichs kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der vom Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat und eine heilige, heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne eine heilige Taufe
zur Vergebung der Sünden und wartet auf die Auferstehung der Toten und ein Leben der zukünftigen Welt. Amen. Während des nächsten Liedes sind die Kinder wieder eingeladen, zum Kindergottesdienst zu gehen. Wir wünschen ihnen dazu Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja im 60. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen.
Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Festgemeinde, stellt euch eine Wanderung vor. Schön durch den Wald. Es ist herrlich. Doch plötzlich kommt ein Unwetter auf. Und das ist so heftig, dass ihr Schutz suchen müsst. Aber da ist ja eine Höhle. Ihr geht in diese Höhle hinein. Und so bleibt ihr bewahrt während des Unwetters. Allerdings, das Unwetter will nicht so schnell aufhören. Es geht immer weiter. Und es wird Nacht. Kein Problem, ihr habt ja ein Handy dabei und auf dem Handy eine Taschenlampe. Es bleibt also hell in der Höhle. Aber leider nicht lang genug, denn das Handy versagt langsam seinen Dienst, der Akku geht zur Neige. Das Feuerzeug hat leider kein Gas mehr und die Streichhölzer sind durch das Unwetter unbrauchbar geworden. Es ist finster und ungemütlich in dieser Höhle und ihr müsst warten. Zwar beruhigt sich draußen das Wetter langsam, aber es ist ja trotzdem stockfinster im Wald und so bleibt ihr über Nacht in der Höhle. Wie fühlt sich das an? Ist das der Ort, wo wir hinwollen? Wahrscheinlich eher nicht. Die Kühle, die Feuchtigkeit, die Dunkelheit, all das bereitet Unbehagen. Und genau so beschreibt der Prophet Jesaja den Zustand der Erde. Er sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Zwar war auch zur letzten Silvesterfeier der Himmel über Zwickau stundenlang hell erleuchtet, aber tief im Innern vieler Menschen war es trotzdem finster und dunkel. Und so ähnlich beschreibt der Prophet Jesaja die Lage zu seiner Zeit. Und obwohl das 2700 Jahre her ist, gilt das auch noch heute. Und zwar sehr treffend. Wie damals wissen heute die Leute nichts oder wenig von dem lebendigen Gott. Entweder haben sie sich ihren eigenen Gott zurechtgelegt oder sie lehnen jeden Glauben an einen Gott komplett ab. Alles halten sie für möglich, aber den lebendigen Gott, der in der Bibel zu uns spricht, den halten sie für unmöglich. An den denken sie am wenigsten. Und das, obwohl er doch längst wahrgemacht hat, was er durch Jesaja vor 2700 Jahren angekündigt hatte. Über Juda ist vor rund 2000 Jahren der Herr aufgegangen und seine Herrlichkeit leuchtet seither über die gesamte Erde und Menschheit. Viele Menschen haben auch in unserem Land wieder Weihnachten nur als das Fest der Liebe und der Familie gefeiert, ohne dabei an den Geburtstag auch ihres Retters zu denken. Und genau diese Tatsache zeigt, wie finster es in den Herzen der Menschen auch um uns herum aussieht. Und wie dringend sie das Licht des Evangeliums nötig haben. Darum gilt auch der Weckruf des Propheten heute noch, mache dich auf, werde Licht. Oder anders, lass das Licht der frohen Botschaft von Jesus Christus leuchten. Denn Gott sagt dir zu, dass er der Welt Segen und Freude dadurch bringt. Lass das Licht der frohen Botschaft leuchten, denn Gott verspricht dir Segen für die Welt dadurch. Generell würden wir dem ja gerne zustimmen. Ja, wir wissen, die frohe Botschaft von Jesus, dem neugeborenen König, der später am Kreuz hing für die Sünden der Menschen. Dieses Wort bringt Segen. Aber wir wenden auch schnell ein, wer will schon diesen Segen heute noch hören? Wer will davon heute noch etwas wissen?
Immer wieder haben wir doch Menschen selber auf Jesus hingewiesen und was ist passiert? Manchmal schien es, als wäre jetzt der Moment gekommen, dass die Botschaft auf fruchtbaren Boden gefallen sei. Aber dann wurden wir wieder enttäuscht. Wie viele Gäste waren vor 14 Tagen hier zur Christvesper und haben da gehört von der wahre Weihnachtsfreude, von der Botschaft der Geburt ihres Erlösers. Und? Wie viele sind davon heute hierher gekommen von den Gästen? Durch das Krippenspiel wurde das sogar alles noch mehr verdeutlicht, was damals geschehen ist. Man möchte fragen, wo bleibt die Erfüllung der Verheißung Gottes? Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Die Heiden, das sind doch alle Menschen, die ihrer Geburt und Abstammung nach nicht zum Volk Israel gehörten. Sicher gab es einmal eine Zeit, da sind die Heiden wirklich zu Jesus, dem Licht der Welt, gezogen. Wir haben es vorhin gehört im Evangelium, wie sich die Weisen aus dem Morgenland, die Heiden waren, sie gehörten nicht zum Volk Israel, wie die sich aufgemacht hatten, dahin, um ihren Heiland zu verehren. Das Licht des Evangeliums hatte auf diese Männer eine anziehende Wirkung gehabt. Nachdem sie den hellen und außergewöhnlichen Stern am Himmel gesehen hatten, da hatte Gott in ihnen die Bereitschaft geweckt, nach dem neugeborenen König zu suchen. Sie verbanden die Erscheinung des unnatürlichen Sterns mit den Ankündigungen des zugesagten Königssohns aus der Nachkommenschaft David. Und so zogen sie los zu dem Licht. Und obwohl im Bericht des Matthäus nur von Weisen oder Magiern die Rede ist, verbinden die meisten unter uns doch mit den drei Weisen zugleich drei Könige. In manchen Bundesländern heißt das Fest auch das Fest der heiligen drei Könige. Und wie kommen wir darauf? Nun unter anderem durch unseren Predigttext. Denn beim Propheten Jesaja heißt es, ja, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Aber woher wussten diese Männer eigentlich davon? Sie waren doch ganz weit weg, sie waren doch im Morgenland, im Gebiet des heutigen Iran zu Hause. Woher wussten sie etwas von dem, was Gott angekündigt hatte, durch seinen Propheten? Nun, die nach Babel weggeführten Juden, die haben auch dort in der Gefangenschaft in Babel das Licht des Wortes Gottes leuchten lassen. Sie haben davon gesprochen. Und das hat sich behalten im Gedächtnis so mancher in diesem Lande. Und so ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Auch wir, du und ich, wir sind der Geburt nach, der Abstammung nach Heiden. Wir sind keine gebürtigen Israeliten. Du selbst bist darum das beste Beispiel dafür, dass das Licht des Evangeliums der Welt noch heute Segen bringt. Zugegeben, im Verhältnis zur Bevölkerung unseres Landes schrumpft die Zahl derer, die sich zu einer Kirche halten und erscheinen die, die wirklich an Jesus Christus glauben, als ein kleiner, armseliger Haufen. Als die Weisen nach Jerusalem kamen, als sie den neugeborenen König dort vermuteten und suchten, da waren es auch nur wenige, die sich über die Geburt dieses Königs gefreut hatten. Es war nie ein großer Haufen, der voll Freude war. Wir haben es vorhin gehört. Der König erschrak und mit ihm ganz Jerusalem, als sie hörten von dem neugeborenen König der Juden.
Statt sich über die Erfüllung der Zusagen Gottes zu freuen, hatten sie Angst bekommen. Ihr Lieben, die Zahl der wahrhaft Gläubigen war immer schon klein. Und gerade durch den Propheten Jesaja hat Gott den Begriff vom kleinen Rest derer, die glauben, geprägt. Und das ist zu allen Zeiten so gewesen. Und auch heute muss uns nicht wundern, dass die große Masse in unserem Land davon nichts wissen will und zielstrebig der eigenen Verlorenheit entgegengeht. Obwohl doch das Licht des Evangeliums der ganzen Welt Segen bringt, lehnten damals und lehnen heute die meisten Menschen diesen Segen ab, wollen damit nichts zu tun haben. Das Licht des Evangeliums findet nicht im großen Stil Anklang in der Welt. Und dennoch gilt, was Gott durch Jesaja sagt: Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Bis zum heutigen Tag hat Gott wunderbar erfüllt, was er zugesagt hat. Das Evangelium, diese herrliche Botschaft von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, deines Retters und Heilands, hat anziehende Wirkung und will Segen schenken, nämlich den Segen der Vergebung und des ewigen Lebens. Und das wird so bleiben, solange diese Erde steht. Denn solange soll keine Kraft von dem Wort Gottes weichen. Das hat Christus zugesagt. Darum können und wollen wir nicht aufhören, die frohe Botschaft weiterzusagen, alle Möglichkeiten zu nutzen, da wo Gott uns hingestellt hat. Dort das Licht der Liebe Gottes und seines Retters leuchten zu lassen. Darum lasst uns dem Aufruf unseres Gottes folgen, den er uns durch Jesaja zuruft. Mache dich auf, werde Licht, oder anders ausgedrückt, lass das Licht der frohen Botschaft leuchten. Lass uns nicht müde werden, dort von Jesus zu reden, wo Gott uns hingestellt hat und noch hinstellen wird. Gott sagt dir zu, lass das Licht der frohen Botschaft leuchten, denn dadurch will Gott Segen und Freude schenken der Welt. Fällt dir etwas auf? Wenn du das Licht des Evangeliums leuchten lässt, dann bringt das nicht nur denen Freude, die durch dieses Evangelium zum Glauben kommen, sondern es wird auch dir Freude bereiten. Na, du hast richtig gehört. Es wirkt auch bei dir Freude. Wie ist das zu verstehen? Nun stell dir vor, du hast jemanden schon so oft auf Jesus hingewiesen, immer und immer wieder die Gelegenheiten genutzt und ihm seinen Retter und Heiland nahegebracht. Und alles schien vergeblich, vielleicht über Jahre. Doch plötzlich durftest du erleben, wie er den Widerstand gegen Gottes Wort brach, wie er sich einladen ließ, wie Gottes Wort in seinem Herzen Frucht brachte, wie er glauben durfte an den Heiland, wie aus einem Verlorenen ein geretteter Sünder geworden ist. Hat das nicht Freude auch in dir bereitet? Hören wir noch einmal, was Gott uns zusagt. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf die Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Hören wir nicht auf, von Jesus zu reden, auch dann, wenn es uns oft so sinnlos und ergebnislos vorkommt, wenn es auf Ablehnung stößt. Blicken wir nicht nach unten, sondern erheben wir unsere Augen. Schauen wir uns um.
du sitzt nicht alleine hier. Da sitzen noch einige andere mit dir hier. Und die alle sind ein Beleg dafür, dass Gottes Wort im Herzen wirkt. Es hat bei dir gewirkt und es will auch bei anderen wirken. Es will auch andere froh und fröhlich machen. Und bereitet das nicht auch dir Freude, dass du nicht alleine unterwegs bist, sondern mit Glaubensgeschwistern hier sitzen kannst? Der Apostel Paulus, der hat das einmal so ausgedrückt in seinem Schreiben an die Thessalonicher. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Willst du genau dieselbe Freude empfinden wie einst Paulus und die Apostel? Dann sieh dich in deiner Gemeinde um. Lass dich anspornen, das Licht der frohen Botschaft leuchten zu lassen, dort, wo Gott dich hingestellt hat. In deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, unter deinen Freunden, unter deinen Kommilitonen und Kollegen, unter den Klassenkameraden. Aber nicht genug damit. Lass nicht nur das Licht des Evangeliums selbst leuchten, sondern hilf auch, dass es durch andere weiter leuchten kann. Gott lässt uns durch Jesaja wissen, dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Wir müssen weder auf Kamelen reiten noch Gold oder Weihrauch mitbringen. Aber wir können unserem Heiland dennoch unseren Dank und unsere Freude zum Ausdruck bringen. Wir können ihn loben und preisen. Die Weisen aus dem Morgenland, die brachten das Beste mit, was sie hatten. Wertvolle Schätze und Weihrauch und Myrrhe. Lasst uns ihrem Beispiel gern folgen. Setzen wir unsere Zeit und unsere Kraft ein. Heute sagen die Leute immer, ich habe keine Zeit. Zeit ist ein ganz wertvolles Gut. Nutzen wir die Zeit, die Gott uns gibt. Setzen wir die Kraft, aber auch unser Geld ein. Vielleicht um alten und kranken Gemeindegliedern zu helfen, dass sie das Evangelium hören können. Holen wir sie mit ab, damit sie gemeinsam mit uns Gottesdienst feiern können. Helfen wir mit im Haus Planitz, um den Bewohnern dort die Möglichkeit zu bieten, an der Andacht teilzunehmen. Bringen wir uns ein in der Übertragung unseres Gottesdienstes hinaus in die Welt, durch den Stream. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Gott unsere Dankbarkeit zeigen können und dabei gleichzeitig mithelfen, dass das Licht des Evangeliums auch durch andere weitergetragen wird und leuchtet. Stichwort Mission und Unterstützung der Mission. Du kannst das heute tun. Wir sammeln heute für die Missionsarbeit unserer Kirche im Norden Deutschlands. Zeige Gott deine Dankbarkeit dafür, dass du ein gerettetes Kind Gottes bist. Opfere Gott Dank auch durch deine Gabe am Ausgang. Hilf mit, dass das Licht des Evangeliums leuchtet. Liebe macht erfinderisch, sagt ein Sprichwort. Warum soll das nicht auch hier gelten? Dass unsere Liebe zu Gott uns erfinderisch werden lässt, wie wir sie ihm zeigen und beweisen können. Lassen wir uns durch die heutige Predigt wieder neu ermuntern und ermutigen, dem Aufruf Gottes zu folgen und so mitzuhelfen, dass für möglichst viele Menschen die geistliche Finsternis bald beendet ist. Denn wir wissen, dass jeder, der im Finstern lebt, am Ende im Finstern bleibt und verloren geht. Dagegen wird jeder, der sich durch das Evangelium von Jesus Christus aus dieser Finsternis herausreißen lässt und ein erleuchtetes Herz hat, auch in Ewigkeit wunderbar bei Gott geborgen sein, in seiner Herrlichkeit, fernab aller Finsternis. Das schenke Gott uns allen und durch uns möglichst vielen Menschen. Amen.
Darum, meine Lieben, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir rühmen deine Barmherzigkeit und danken dir, dass du uns durch die heilige Taufe in deine Gemeinde aufgenommen hast. In deinem Sohn ist uns deine Freundlichkeit sichtbar erschienen. Ihm wollen wir Lobopfer bringen und ihn anbeten. Lass dein Reich zu uns kommen, und auch die Heiden in aller Welt dein Licht schauen, damit wir mit ihnen und sie mit uns fröhlich in dem Glanz leben, den du über uns aufgehen lässt. Schenke uns deinen Geist, damit wir einst als Kinder des Lichtes vor deinem himmlischen Thron stehen.
Dann werden wir als deine vollendete Gemeinde deine Herrlichkeit schauen und dich preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe erheben wir zum Herrn. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig heilsam und recht ist es, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und überall Dank sagen, durch Christus, unseren Herrn, der in unserem sterblichen Leib erschienen ist, damit er uns durch das Licht seines unsterblichen Wesens erneuere und das ewige Leben gebe. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Mächten und Gewalten und mit dem ganzen himmlischen Heer singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und bekennen ohne Ende. Heilig, seiner Ehre.
Wir wollen jetzt das heilige Abendmahl feiern. Wer zum Tisch des Herrn kommt, der bedenke, dass er allen irdischen Stolz, alles eigene Werk und Verdienst hinter sich lassen und wie der verlorene Sohn vor Gottes Angesicht treten muss: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Aber er trete auch in dem festen Glauben hinzu, dass Gott ihn als ein Vater annimmt und ihn an seinem Tisch teilhaben lässt an dem Leib und Blut Jesu Christi, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer den Glauben hat an diese Worte, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden, der ist rechtwürdig und wohlgeschickt, das heilige Abendmahl zu empfangen. Denn wer diesen Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. So tretet herzu mit fröhlichem und gläubigem Herzen. Erquickt euch am Tisch bei seinem Freudenmahl. Glaubt und bekennt, dass Christus sich für euch geopfert hat, damit ihr durch solchen Glauben und durch die Gemeinschaft an seinem Leib und Blut das ewige Leben habt. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden. Nun kommt, denn es ist alles bereit. Nehmt hin und esst. Das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch und eure Sünden in den Tod dahingegeben.
Das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch und eure Sünden den Tod dahingegeben. Der stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Nehmt hin und trinkt. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch vergossen zur Vergebung aller eurer Sünden. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch vergossen zur Vergebung aller eurer Sünden. Das stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, Halleluja, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe gestärkt und getröstet hast. Wir bitten dich, bereite du selbst durch diese himmlische Speise unserer Herzen, damit wir dich in der Gemeinschaft deines Sohnes allezeit fröhlich rühmen und preisen. Das bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.